Moin Leute, damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Drink Fever. Oh ja, jetzt muss ich erstmal alles laden. So, wir haben ja letztes Mal hier die Strecke nach Regis Breitingen fertiggestellt. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht gleich hier Züge draufsetzen. Okay, ich sehe, hier fehlt ein Anschluss noch. Ja, ich will schon gleich hier nach unten. Das ist sehr verwirrend. Ja gut, der Bau ist ja etwa noch gleich. Ich kann jetzt hier aber auch... Ach ja, da muss ich das Gleis parallel anlegen, ja. 80 Ausfahrt, okay. Machen wir hier 80 Einfahrt. Moment. Gleiche Trick wie in Transportfieber. Ja. So. Nehmen wir hier erstmal den. Machen wir hier eine 80er Einfahrt. Oh. Ja. Und hier dann raus. Oh je. Okay, da sind wir viel zu hoch, aber wenn ich jetzt hier 60 mache. Wenn ich das jetzt noch elektrifiziere. So. Und dann müssen wir hier noch ein Seitenwechsel reinmachen. Das können wir ruhig auf 100 machen. Und wir haben immer noch nicht die Signale, oder? Und wann kommen die denn? Wo ist denn das Standardsignal? Hier. Ja. Die Seite genauso. Ja, so auf Brücken geht ja nicht. Ja, dann setze ich hier trotzdem mal eins hin. Ja, dann setzen wir hier eins hin. Und dann dahin. Und dann könnten wir eigentlich kürzere Schritte nehmen. Ist auch eine Brücke hier, ja? So. Und dann kommt ja das hier schon. So. Nicht nett war. Dann könnten wir hier auch noch einen reinmachen. So. Sehr schön.
Im Grunde braucht er ja nicht darüber fahren. Oh ja, stimmt, tun wir mal die Ladezeit da oben rein. Zack. Sind die voll? Sind komplett leer. Oha. So. Weil, dann würde ich ja fast schon sagen, wir hauen das hier raus. Und dann fangen wir hier an. Nehmen das Signal hier. Na gut, aber dann ist die Frage, weil der fährt ja eh langsam, den könnten wir dann auch darüber schicken. Dass wir die zwei vertauschen, aber dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Oder der fährt sogar ganz darüber. Ah, auch eine Möglichkeit. Aber nee, den würde ich gerne von hier starten lassen. So, und den von hier. Und der hält dann hier. Hältst du da auf dem Gleis? Ja. Oh. Hier hältst du. Oh. Oh, verdammt. Hier gehört selbstverständlich auch noch ein Einfahrsignal hin. So, das ist 5. Und die 5 hält bitte hier. Und dann geht's hier hin. Und da hältst du bitte. Hier. Wir müssen da mal schnell hier zwei Einfahrsignale machen. So. Wo sind wir denn jetzt? 8. Dann kommen wir wieder hier hin. 9. Da drauf. So, dann geht's hier drauf. Zack. Und dann wieder da nach oben. Sehr schön. So, das ist Zug Balingen nach hier Breitingen. Breitingen. Würde das jetzt da noch hinpassen? Nee. So. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben auch überall elektrisch. Oh, da baut die Stadt. Sehr schön, sehr schön. Ja, scheint mir so, als ob überall elektrisch wäre. Wenn wir hier noch ein paar Signale setzen. Machen wir da. Machen wir da.
Was natürlich jetzt hier bei der Map fehlt, habe ich das Gefühl, irgendwie so die Führerstandsmitfahrt von Transportfieber. Weil das hätte ich gern mal in der Führerstandsmitfahrt gesehen hier. Oh je, da kommt ja die Riesenbrücke, wa? Oh, oh. Oh nee. Was denn das? Das geht? Moment, wenn ich das jetzt abreiß. Was soll denn das? Hallo? The fuck? Okay. Ja, da wir ja leider keine Signale auf den Brücken platzieren, können wir sich halt mein altbewährtes System fortsetzen. Okay. So, sehr schön. Und was kommt da drauf? Wo starten wir denn? Wir starten. Aber warte, Moment. Ich habe jetzt ja eigentlich die Regio-Strecke gemacht. Das heißt, genau, du musst von da hinten starten. Zack. Das heißt, mal gucken, was wir haben. Natürlich elektrisch. Das alles. Hundertsechzig. Auch 160. Okay, was sind wir denn an Wagen? Da hätten wir die hier. Okay, 83 oder die Einheitswagen. Die machen 200. Ja gut, aber wir haben ja immer noch einen Cityflitzer hier, also. Ich würde mal sagen, wir nehmen den hier. Ja. Und nehmen dann. Was ist das? Das erste Reihe war. Ja, eins, zweimal erste Reihe. Und dann eins, zwei. Na, machen wir den weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, Moment, da muss ich kurz schauen. Wie lang die Bahnhöfe sind. Okay. Das ist ein kurzer. Scheiße. Das heißt, wir können nur maximal 5 da dranhängen. Zack, weg. Fahrzeug klonen. Und ihr seid Zug Balingen-Breitingen. So, nochmal abspeichern. Sehr schön. Wie gesagt, da würde mir jetzt ein bisschen hier die Führerstandsmitfahrt fehlen. Aber ich denke, wir werden die 160 locker erreichen.
Da hinten kommt auch schon ein TGW rein. Ich hoffe, die Lecks sind jetzt nicht so hart. Oh. Da war gerade ein Oh yeah. Was kam? Jetzt kam die, willst du mich verarschen? Hier schön über die Brücke, gefällt mir. Oh, 160 haben wir. Wie gesagt, da packen wir nachher noch ein TGW drauf, der Direktverbindung hat. Oder ein ICE, wenn wir den bekommen. Je nachdem. Oh, die Strecke ist ja schon lang. Okay, der muss jetzt schon abbremsen. Aber warum? So, wegen der Weiche, oder was? Oha. Ja, das ist halt der Unterschied. Der Bremsweg und ja, der jetzige von Transportfieber. Da ist man schon den anderen gewöhnt und dann denkt man sich, ja, warum bremsen der so früh? Ich finde es aber so viel schöner, muss ich sagen. Also mir ist ja nicht wichtig, ob die Züge jetzt hier auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Ja, mir ist halt wichtig, dass es schön aussieht. Hier müssten wir Ausfahrt 80 haben. Ja, genau. Was macht denn die Straße da unten? Okay. Ja, aber schön durch den Wald, da legen wir dann vielleicht noch ein paar Bäume an. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und dann immer mal wieder hier den Ozean überqueren. Wir müssen schon wieder abbremsen. Sind die Einfahrten so krass, oder? Hä? Bremst noch, du musst es ne. Ist auch eine 60er Einfahrt, oder wie? Ach ne. Ja gut, er hat halt zu weit abgebremst, aber. Vielleicht können wir da nochmal was machen. Ne, da ist die Brücke im Weg. Hätten da. Hä? Ich habe immer gedacht, in den 160 Meter Bahnhof passen nur 5 Wagen. Okay, wissen wir für die Zukunft. Wo ist denn der andere? Da, okay. Ja, klar, also 3 Züge für die Länge ist eigentlich viel zu wenig. Aber wir wollen ja jetzt nicht ins Minus gehen.
Fördert der eigentlich schon Leute? Nein. Schade eigentlich. Vielleicht liegen die Städte einfach. Also, die Strecke hier wird auf jeden Fall zu weit sein. Da wird kein Mensch fahren. Kann ich mir vorstellen. Aber die andere Strecke müsste doch eigentlich gut dafür sein, hier Plus zu machen. Also, meiner Meinung nach. Was ist da? Die Industrie hat so hässlich hingebaut. Eieieiei. Unser Viadukt. Na gut, ist ein richtiges Viadukt, das ist ja nicht, aber die längste Brücke hier. Ach ne, wir haben ja da hinten noch so eine lange. Vielleicht doch nicht die längste. Aber schön hier mit den Inseln Richtung Regis Breitingen. So, und da sind wir auch. Das war's für die Folge. Ich verabschiede mich hier von dem Düsseldorfer oder Regis-Breitinger Bahnhof. Und verabschiede mich, habe ich glaube schon gesagt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.